wenn dir nicht genau klar ist, wie der Muskel funktioniert, dann ist es einfach einfacher, sich die Funktion der Bewegung anzugucken. Also die spezifische Bewegung in der Transformationszone, zum Beispiel Liegestütz. Ja? Wenn du einen Liegestütz machst, dann wird dein Körper durch die Schwerkraft runtergedrückt. Die Ellbogenbeugung bekommst du wieder umsonst, ja? Genau wie beim Knie. Wenn der Körper runtergedrückt wird, ja, durch die Schwerkraft, der Ellbogen wird gebeugt, dann wird der Trizeps gelenkt. Also, lass mich mal ausbilden. Wird der Trizeps gelenkt, also er bremst die Ellbogenbeugung ab auf dem Weg nach unten. Ja? Die Hand ist fixiert am Boden. Was macht dabei jetzt der Bizeps? Ja? Wir wissen, es ist ein Armbeuger. Ja? Und er kann auch die Ellbogen strecken, abbremsen, wenn diese durch Schwerkraft kreiert wird. Das Problem hierbei ist, dass die Schwerkraft wieder die Ellbogenstreckung verursacht. Wenn du einen Liegestütz machst, dann entsteht aber durch Schwerkraft Ellbogenbeugung, keine Streckung. Die Hand ist jetzt fixiert am Boden. Was macht dabei der Bizeps? Der will natürlich den Ellbogen beugen, aber die Hand ist fixiert am Boden. Also ist alles, was er machen kann, am proximalen Ende des Unterarms zu ziehen und das medial zum Zentrum des Körpers zu ziehen. Und dabei entsteht Ellbogenstreckung. Damit arbeiten Bizeps und Trizeps auch wieder als Synergisten, nicht als Antagonisten. Ja? Das ist eben das Problem, dass sobald wir über Funktion sprechen, verschwindet das Modell von Antagonisten und Agonisten oft komplett. Ja? Also die Anatomie zu kennen ist sehr, sehr wichtig, aber heutzutage nicht mehr ausreichend, wenn du verstehen willst, wie der Muskel wirklich funktioniert. Die Muskelfunktion und die Bewegungsmuster, die kreiert werden, ja, die entstehen durch die Bewegung, die gemacht wird, durch die Position des Körpers im Raum und durch die Effekte wie Schwerkraft, Bodenreaktionskraft, Masse und Moment. Ja? Der Körper verarbeitet diese externen Informationen durch die Propriozeptoren und die entscheiden dann, wie das Problem gelöst wird, synergistisch. Es kommt auch immer darauf an, was dein Ziel ist, also nicht falsch verstehen. Ja? Die Übung, die du eben vorgemacht hast, im Bauchlage für die Hamstrings, natürlich kannst du damit isoliert trainieren. Ja? Das ist einfach nur die Frage, was ist dein Ziel? Wenn das Ziel ist, wie verbessere ich die Funktion, dann wäre meine Antwort immer auf die Frage, dann muss ich ja irgendwie versuchen, das auf möglichst authentische Weise versuchen zu reproduzieren. Und dann wäre ich nicht im Bauchlage. Okay,